Okay. Moment, zum Kreuz. So, also ihr habt es gehört, gar nicht richtig Geschichte studiert, sondern auf Lehramt, Grundschullehramt. Heißt, ich singe und bastel den ganzen Tag, ich duze alles und jeden, ich zähle Gruppen von Menschen durch, guck, sind alle da. Und an schlechten Tagen sage ich meinen Mitmenschen, kommt, geht nochmal aufs Klo, bevor wir das Haus verlassen. Bedeutet aber auch für meinen Umgang mit Geschichte, mir ist es ganz wichtig zu sehen, was kann ich aus der Geschichte lernen, wie betrifft mich die Geschichte. Von daher habe ich lange überlegt, worüber kannst du deine Promotion schreiben, was gibt es für eine Thematik mit einem großen Lebensweltbezug und Begeisterungspotenzial und habe mich für folgendes Thema entschieden. Das Gesandtschaftszeremoniell des Brandenburg-Preußischen Hofes um 1700. Oh, danke. Das passiert mir auch seltener. Danke. Genau, jetzt ist der ein oder andere vielleicht noch nicht überzeugt. Ich habe ja 10 Minuten Zeit, um das zu ändern. Beginnen will ich, wie jeder ordentliche Historiker, mit einer fetten Definition und wie jeder gute Lehrer lasse ich total nebenbei fallen, frag ich nachher vielleicht ab. Also, was ist Gesandtschaftszeremoniell? Als Gesandtschaftszeremoniell bezeichnen wir prinzipiell all jene Rechte und Ehrenvorzüge, den Gesandter aufgrund des ihm zugeordneten Ranges erhält. Der Rang eines Gesandten ergibt sich wiederum daraus, welchen Rang die Person hat, die ihn absendet. Heißt, bin ich ein fürstlicher Gesandter, werde ich viel, viel weniger Ehrenbezeugung erhalten, als wenn ich ein königlicher Gesandter bin. Denn in der europäischen Mächtehierarchie steht einem König im Rang ganz klar beim Fürsten. Das bedeutet für uns wiederum, dass wir über das gewährte Gesandtschaftszeremoniell Rückschlüsse ziehen können, wie ein Macht bewertet werden wollen würde, beziehungsweise bewertet worden ist. Genau, so viel dazu. Gehen wir mal in die Praxis. Und weil bald Weihnachten ist, habe ich gedacht, okay, sprechen wir über Geschenke. Genauer gesagt, über das diplomatische Abschiedsgeschenk im Brandenburg-Preußischen Gesandtschaftszeremoniell um 1700. Danke. Erste Frage. Kriegt jeder Gesandte, wenn er so einen Hof verlässt, ein Geschenk? Eine Antwort können wir in diesem Werk finden. L'Ambassadeur est en fonction von Abraham Wiskefort. Das sind 1200 Seiten geballtes Wissen über das Gesandtschaftswesen, in zig Sprachen übersetzt, ein Bestseller seiner Zeit. Wer was auf sich hielt, der hat das Teil gelesen. Was sagt der gute Mann, der im Übrigen Geisteswissenschaftler ist? Erkennt man an der obligatorischen Darstellung mit Büchern? Und der Tatsachen-Sachverhalt, den man auch in 3 Worten sagen könnte, den umschreibt er zeilenweise. Letztlich sagt er aber auch nur, jo, Geschenk ist Pflicht. Selbst wenn sich 2 Staaten den Krieg erklären, kriegt ein Gesandter ein Geschenk. Kriegt ein Gesandter kein Geschenk, hat er echt Mist gebaut. Warum aber bekommt man ein Geschenk am Ende der Gesandtschaft? Das liegt daran, dass man dann durch den Wert des Geschenkes die vorhergegangene Gesandtschaft bewerten kann. Das ist möglich, weil jeder Hof ein Reglement hat, in dem drin steht, okay, ein Gesandter bekommt so und so viel. Und dieser Wert des Geschenkes, der richtet sich nach dem Rang des Gesandten. Und jetzt Achtung, Kontrollfrage an euch, ihr dürft dann reinbrüllen. Kriegt ein königlicher oder ein fürstlicher Gesandter ein größeres Geschenk? Ja. Toll, läuft. Genau, richtig. Und wenn man also von diesem Grundwert abweicht, dann sind natürlich die Zeitgenossen total interessiert, okay, wieso kriegt der jetzt mehr? Und natürlich ist dann auch der Historiker interessiert, okay, wieso kriegt der jetzt mehr? Kann eben sein, dass dann Bündnis geschlossen wurde oder irgendwas anderes passiert ist. Spannend für uns auch die Frage, was schenkt man? Hier kann man grundsätzlich unterteilen in immaterielle und materielle Geschenke. Immaterielle Geschenke, das sind so Dinge wie Orden und Titel, passiert sehr selten, vernachlässige ich. Materielle Geschenke sind wieder unterteilbar in Sachgeschenke und Geldgeschenke. Zu Beginn des Gesandtschaftswesens herrschen vor allen Dingen Sachgeschenke vor und insbesondere länderspezifische Sachgeschenke. Das heißt, der russische Hof verschenkt gerne Pelze und Felle, wir nehmen nicht gern Wein und Gewürze, weil ist halt da. Im Laufe der Zeit erfährt das eine Änderung und es tritt immer mehr der symbolische Wert oder die Botschaft, die ich über dieses Geschenk übermitteln kann, in den Vordergrund. Was heißt das? Wenn also beispielsweise der große Kurfürst sehr, sehr gern Bernstein verschenkte, dann tat er es nicht, weil er von der Heilwirkung dieses Steines überzeugt war, sondern aufgrund der Tatsache, dass dieser Bernstein aus den preußischen Gebieten kam, auf die man die Souveränität erlangt hatte, die einen von allen anderen Kurfürsten unterschied. Dadurch, dass man das schenkte, verwies man immer sehr subtil darauf. Weitaus weniger subtil als sein Vater war dann sein Sohn Friedrich. Der ließ sehr gerne Medaillen prägen von Schlachten, die er gewonnen hat. Die verschenkte er an die Gesandten. Und der kannte da nichts, der verschenkte die auch an die Gesandten der gegnerischen Seite. Die waren dann so semi-begeistert davon, muss man sagen. Nichtsdestotrotz haben Sachgeschenke noch einen weiteren Vorteil, der euch jetzt nicht so überraschen dürfte, eventuell auch bekannt vorkommen dürfte, man konnte beim Wert ordentlich bescheißen. Das tat auch Brandenburg-Preußen. 1726 empfiehlt der außenpolitische Berater dem Soldatenkönig, oh, schenk dem Gesandten lieber einen Ring, da kannst du sagen, der ist viel, viel mehr wert, als er wirklich ist, anstatt des Geldes. Der König hört auf ihn und damit er sieht, dass das nicht so kleine läppische Summen sind, das ist eine Wertsteigerung von 25%, die dieser Ring dann erfahren hat.
da spart man ordentlich. Daneben haben aber natürlich Geldgeschenke auch Vorteile. Und jeder von euch, der schon mal auf den letzten Drücker was besorgt hat, der weiß, die sind halt unheimlich praktisch. Kein Stress bei der Auswahl und auch kein Stress irgendwie dabei, was zu finden. Geldgeschenke bekommen vor allen Dingen Gesandte der unteren Ränge. Das ist nicht wichtig, eine Botschaft zu übermitteln. Und die sind darüber auch echt sehr glücklich, weil Geld kannst du halt gleich ausgeben. Darfst du damals mit einem Sackgeschenk nicht machen, das musst du behalten, sonst kränkst du den Schenkenden in seiner Ehre. Gilt allerdings nur für den europäischen Kulturkreis. Die Osmanen treiben die Franzosen regelmäßig in den Wahnsinn, weil die, sobald die was geschenkt bekommen, das verkaufen. Gut, denkt sich Frankreich, macht nichts, schreiben wir einen Namen drauf, funktioniert, ist den Osmanen total egal, ob mit Namen oder ohne, verkaufen die trotzdem. Sodass sie dann irgendwann in Frankreich die Geschenke nur noch an der Landesgrenze bekommen, dass es dann wenigstens außerhalb Frankreichs verkaufen. Aber an der Stelle seht ihr was ganz, ganz Wichtiges, der Umgang des Gesandten und seines Potentatens mit dem Geschenk. Und wenn da Missfallen geäußert wird, dann liegt es nicht an persönlichen Vorlieben, sondern ganz klar, weil da politische Botschaften übermittelt werden. Beispiel dafür, 1691, brandenburgisch-preußischer Gesandter beim Hof des Kurfürsten von Köln. Und der Kölner schenkt ihm ein Gemälde mit einem echt billigen Rahmen. Das weiß der Kurfürst auch, der Kölner. Und er entschuldigt sich schon während des Schenkens. Oh, finanziell echt schwer und die Truppen und du weißt. Und der Gesandte weiß, oh, wenn ich das jetzt annehme und damit zurück nach Berlin komme, das gibt Stress. Er nimmt es trotzdem an, er kommt nach Berlin und es gibt Stress. Denn natürlich ist der brandenburgische Kurfürst unfassbar gekränkt, weil ein mickriges Geschenk für seinen Gesandten auch klar ihn irgendwie negativ bewertet und seinen Rang in Frage stellt. Wie reagiert er? Das kann man jetzt entweder als genial oder mies bezeichnen. Der tauscht das Gemälde aus und schenkt die ganze Sache zurück an den Kölner. Damit hat er eine Gleichwertigkeit erstellt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sehen wir auch an einer anderen Stelle zum Beispiel. 1711, englische Gesandte am Berliner Hof. Und man überlegt, ach, was können wir denen denn schenken? Kommt auf die wahnsinnig originelle Idee, der ist Offizier, lass mal einen Degen schenken. Findet der Engländer eigentlich auch ganz gut? Findet er so lange gut, bis er erfährt, ey Moment, der Schwede hat was bekommen, das ist viel, viel mehr wert, der schwedische Gesandte, der vor mir da war. Und ab dem Moment macht der Stress, denn klar, wenn der ein Geschenk akzeptiert, was weniger wert ist als das des Schwedens, akzeptiert er gleichermaßen, dass er in seinem Rang und sein Herrscher weniger wert geachtet werden als der Schwede. Geht gar nicht. Und ich hoffe, ihr seht an der Stelle, okay, dieses diplomatische Abschiedsgeschenk, das ist in Mitte der diplomatischen der symbolischen Kommunikation und darüber werden Rangansprüche aufgezeigt und es werden in Botschaften übermittelt. Das allerdings können wir auch heute noch beobachten. Klar, Gesandte dürfen heute keine Geschenke behalten, die müssen die abgeben, könnt ihr einmal im Jahr erwerben käuflich, aber eine Ebene höher auf der Ebene der Staatsoberhäupter. Da gibt es einerseits Geschenke, da gibt man sich richtig Mühe, da möchte man eine positive Botschaft übermitteln und Freundschaft symbolisieren. Ihr lacht, ihr erinnert euch genau, die Queen bekommt vom Bundespräsidenten dieses wundervolle Gemälde. In der Presse wird es dann Chitty-S-Gift genannt. Fand sie halt doch nicht so toll, die Darstellung. Nichtsdestotrotz, hier hat man sich Mühe gegeben und versucht, eine Freundschaft und ein sich einander kennen zu demonstrieren. Es gibt aber auch Geschenke mit einer echt negativen Botschaft. Das ist meine Lieblingsgeschenkbeziehung zwischen Frau Merkel und Herrn Putin. Sie beginnt damit, Herr Putin schenkt Frau Merkel einen Stoffkuscheltier. Und jetzt kann man sagen, erwachsene Frau, was soll die damit? In der Tat ist das eine absolut hinterhältige Aktion, weil sie kurz vorher bei ihm war. Und man hatte gesehen, oh, die hat echt Angst vor Hunden und fühlt sich in der Situation unwohl. Ihr jetzt einen Stoffhund zu schenken, erinnert sie an die Situation und klar ist eine Machtdemonstration seinerseits. Kam in den Medien nicht so gut an und jetzt könnte man meinen, okay, der hat aus seinen Fehlern gelernt. Beim nächsten Besuch gab es einen riesen fetten Strauß Schnittblumen für Frau Merkel. Und hey, welche Frau mag keine Schnittblumen? Und genau da liegt das Problem, der besucht die ja nicht als Frau, der besucht die als Regierungsoberhaupt. Oh Gott. Ja, danke. Entschuldige, ja. Regierungsoberhäupter untereinander schenken sich tatsächlich keine Blumen. Wir können aber unbesorgt sein, Frau Merkel weiß zu kontern, die schenkt ihm eine Riesenschachtel Pralinen mit der Bemerkung, sie wisse ja, was für eine kleine Naschkatze Herr Putin sei. Und für einen Menschen, der sich absolut gerne als den Tigerbezwinger schlechthin inszeniert, ist das natürlich ein herber Schlag. Aber ihr seht auch klar, heute ist das noch möglich, über Geschenkebotschaften zu übermitteln.
Kommen wir zum Schluss meinem allerliebsten Lieblingsgeschenk, der Honecker-Languste. 1980 bekam Erich Honecker von Fidel Castro diese Languste. Und damit ihr euch weiter mit dieser Thematik auseinandersetzt, verrate ich euch nicht warum. Das recherchiert ihr bitte bis zum nächsten Slam selbstständig. Wer einen Fleißpunkt haben will, geht ins Naturkundemuseum, guckt sich die an, da steht sie nämlich. Und ich wäre dann in diesem Sinne fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern für Geschichte und möchte ja genau an diesem Ende sozusagen noch ein fettes Bienchen verteilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Lob für gute Mitarbeit. Das war für euch die atemloseste und charmanteste Abfragerin in der Historie der Gesandtengeschenke, Elisabeth Ruffert! Elisabeth Ruffert!